Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Christiane und ich haben uns heute verabredet, um über die Energie in dem Raum der Ausbildung zu sprechen. So ist der Erfahrungsraum Mai gerade aufgegangen. Und in der Monatsbotschaft hat Salvador schon von der Energie des Pioniergeists gesprochen. Christiane, was ist dein Gespür? Was ist denn der Pioniergeist in dieser Ausbildung? Ja, es ist mal wieder eine Synchronizität da, die Monatsbotschaft Mai mit dem Pioniergeist und der Start unserer Ausbildung. Sehr faszinierend. Der Pionier, naja, es war 2017, würde ich sagen, als es losging und Salvador das Buch ohne Worte durchgegeben hat und in dieser Zeit auch schon gesagt hat, dass es zu diesem Wissen eine Ausbildung geben wird. Jetzt haben wir 7 Jahre später und sind nun an diesem Punkt, dass die Ausbildung beginnt, das ganze Konzept steht, Handouts sind im Druck, wir sind ja voller Vorfreude und die Vorbereitung ist im vollen Gange. Also das ist für mich absolute Pionierenergie, weil es dieses Wissen so auf dieser Welt noch nicht gibt und ja, wir die große Ehre haben, das nach außen zu tragen und Coaches auszubilden und den Raum der Selbsterkenntnis zu öffnen für viele Menschen, die mit auf die Reise gehen. Ja, das ist wirklich, wirklich was ganz Besonderes für uns als Team und ja, für all die, die mitkommen auf dieser Reise. Ja, danke dir. Jetzt bin ich ja noch nicht so lange dabei wie du natürlich offensichtlich in dieser Reise mit Salvador. Und dennoch, ja, haben wir auch schon seit Jahren wirklich immer wieder das Thema Ausbildung, uns darüber ausgetauscht, dann kamen Impulse und so weiter. Und ich empfinde es jetzt so bei uns im Team, dass wir in diesem Spannungsfeld fast sind zwischen endlich ist sie da und irgendwie ist sie aber auch schon da, weil wir eben schon so lange daran arbeiten. Ja, und so viel, ja, so viele Gedanken, so viel Gespür auch schon in diesen Raum irgendwie reingeflossen ist. Deswegen ist es für mein Gefühl irgendwie die natürliche Schlussfolgerung, die natürliche Folge dieser ganzen Mühe, dass sie jetzt da ist. Ja, und es wie ist ja das auch, so für dich? Ja, so von der Dynamik, wie wir auch ja wirken, ist es, dass es wirklich auch eine Reise ist, auf dieser Salvador-Reise seit 2017, wo das losging. Und diese Reise endet auch für uns nicht. Also es ist selbst die Ausbildung, wo das Konzept steht, ist trotzdem auch für uns noch eine Reise, weil ja ständig auch nochmal neues Wissen von Salvador kommt, neue Prozesse initiiert werden. Es bleibt eine Reise. Ja, so wie für uns auch dieses Wissen immer lebendiger wird, durchdrungen wird, mit dem Alltag verwoben wird, wieder neues Wissen kommt, nochmal mehr in die Tiefe geht. Also ein wirklich dynamischer Prozess, der da vonstatten geht. Und ja, wir ja praktisch die Bälle hochhalten und gucken, ja, wie können wir das weitervermitteln, wie können wir die Menschen mitnehmen und da dienlich sein letztendlich mit all diesen Tools und Werkzeug und Wissen. Das ist so ein unglaublich großes Feld und ja, wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, das zu vermitteln und weiterzugeben, weil es einfach so unglaublich wertvoll ist. Aber ja, das vielleicht auch nochmal zur Ausbildung und zu der Selbsterkenntnisreise. Es ist ein Prozess, so wie das Leben selbst. Es ist Dynamik, es ist Wandel, es ist Bewegung. Der Rahmen ist da und doch ja, unterliegt es dieser Dynamik aus der geistigen Welt letztendlich. Ja, wow, das haben wir jetzt auch in der Vorbereitung dieses Raumes mitbekommen, wie du mit Salvador gefühlt als unerschöpfliche Quelle eben weiter kreierst und wir gerade für diesen Ausbildungsraum irgendwie versuchen, just in diesem Moment quasi das, was da ist, direkt auch den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Und das muss direkt rein. Also ja, das lässt es ja auch zuweilen für uns in der Vorbereitung eher herausfordernd sein. Doch ja, das ist ja auch irgendwie diese Magie daran, oder? Also ja. Ja, es ist also wirklich, es ist manchmal mein Kopf, der raucht oder mein Herzraum explodiert, weil ich
ich möchte was aufbereiten, Wissen vermitteln, Modul 1.1 zum Beispiel, die Raum- und Raumerfahrung, und bin dabei, aus den beiden Büchern die Essenz zu holen, um es rüberzubringen, ja, nochmal runterzubrechen für uns. Und während ich das tue, kommt neues Wissen rein, neue Abbildungen kommen rein, und dann geht es wieder darum, okay, das Aufgreifen, mit reinbringen, Zeichnungen erarbeiten, wieder weiter channeln, um diese Texte zu haben, um das dann auch noch gleich mit reinzubauen. Ja, also es ist sozusagen wirklich eine Dynamik dabei, wo das Alte als Basis da ist und das Neue kommt wieder noch mit dazu. Und ja, was in diesen 2 Jahren geschieht, wir werden sehen. Ich bin wirklich gespannt, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir stets bemüht sind, genau das, was dann gerade da ist, irgendwie den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Genau, und mit dieser Gemeinschaft irgendwie zu teilen. Ne? Ich erinnere mich an Amrei, die jetzt so das Bild gegeben hat, auch nochmal in einem dieser zahlreichen Meetings, wo wir uns besprochen haben, wo sie meinte, bei einer Seite Salvador Wissen kann man praktisch durch diese Raum-in-Raum-Erfahrung eröffnet jedes Wort wieder einen Raum, in den man eintauchen kann. Und das ist ja irgendwie dann das, was du da auch beschreibst, wie ich finde, ja. Ja, so, da ist so die Unendlichkeit drin. Und es geht wirklich darum, das für uns im Alltag greifbar zu machen und umsetzbar zu machen. Ja, wie gehen wir damit um? Was können wir damit anfangen? Wie verbessern wir unsere Beziehungen dadurch? Wie öffnen wir unser Berufsfeld, dass wir das leben, was unser Potenzial ist? Wie gehen wir mit dem Flow des Lebens? Also all dieses, was uns im Alltag immer wieder beschäftigt. Ja, warum kommen alte Schmerzräume hoch? Wie gehe ich mit denen um? Wie kann ich die verwandeln? Und. Also letztendlich die Lebensqualität in einen eigenen, authentischen Flow bringen, in eine Dynamik, die einem selbst entspricht, ohne Dinge, die von außen auf einen gestülpt werden durch irgendwelche Dogmen oder du musst immer wachen, das und das machen, damit du glücklich bist oder, sondern wirklich zu erlernen, wie geschieht es aus mir selbst heraus? Wie kriege ich diesen Zugang in mir und wie kann ich es aus mir, ja, umsetzen in meinem Leben? Ne, das ist ja das, wo unsere Vision ist, hier Begleiter zu sein auf diesem Weg. Ich finde diesen Aspekt der Individualität auch so toll, weil wir so direkt aus diesem Vergleich aussteigen und irgendwie wirklich so alles darf sein, ist ja auch eines dieser Sätze, die Salvador irgendwie häufig auch uns mitgibt. Und ja, ich möchte noch mal gerne auch das Thema, du hattest schon Berufsfeld genannt, möchte ich gerne noch mal aufgreifen, weil jetzt könnte ja die Frage sein, oder ist für uns ja auch wirklich diese Vorfreude tatsächlich jetzt intern, ist so dieses, wie bringt jeder der Teilnehmer, die Gemeinschaft ist ja schon dabei, sich zu formen, und es sind schon ganz viele Teilnehmer da und wir haben Bewerbungsvideos bekommen. Wir haben vor allen Dingen, was uns ja auch immer sehr berührt hat, die Vision für das Berufsfeld schon ein bisschen gehört. Und möchtest du da vielleicht nochmal irgendwie energetisch reinspüren? Für mich kommt da auch nochmal dieser Pioniergeist rein und was sich dadurch öffnet, dieses Wissen dann in dem individuellen Berufsfeld irgendwie parat zu haben, jetzt wenn ich als Coach wirken möchte. Ja, da sagst du was. Es ist ein unglaubliches Feld an Potenzialen, was sich öffnet. So viele Menschen sind schon mit reingekommen, die so viel Berufserfahrung haben oder große Visionen für sich haben, wo aber schon so viel mit in den Raum kommt aus anderen Bereichen. Und unser Anliegen ist es ja auch, oder das ist ja auch Salvador von der Grundenergie, ein Werkzeug, ein Basiswissen zu übermitteln, aber die Räume zu öffnen, dass es mit allen Berufsfeldern, wenn wir jetzt in Berufsfelder bleiben, mit allen Berufsfeldern gekoppelt werden kann. Das heißt, es kann überall mit eingewoben werden und daraus entsteht dann wieder was Neues. Ja, also das ist ja auch dieser Pionier. Ne? Wir geben etwas raus, aber jeder kann es in seinem Bereich mit einflechten, mit dem, was er sich schon in seinem ganzen Leben eröffnet hat. Und daraus bilden sich auch wieder kleine Gruppen, die gemeinsam was Neues erarbeiten oder jeder für sich alleine. Ne? Also es ist so, da ist so unglaublich viel Wachstum und Wandel und Potenzialöffnung drin.
was uns im Team ja jetzt schon total begeistert, ja, wo wir draufschauen und denken so, wow, was für ein Raum, ja, was da drin steckt schon jetzt an ganz viel Pflänzchen, die in die Höhe schießen. Jetzt hattest du ja schon diesen Bezug zum Alltag und das Wissen einzuweben in den Alltag und letztlich, ich habe es so verstanden, wie eine Lebensperspektive, die Salvador uns da schenkt, ja, ein Blick, mit dem wir auf das Leben schauen und uns durch das Leben navigieren im besten Fall. Und wie ist es jetzt methodisch in der Ausbildung? Da sind ja auch ganz viele Ideen in den letzten Wochen noch entstanden, in den Pflänzchen, die da gepflanzt wurden und die wir gepflanzt haben. Vielleicht magst du darauf eingehen, wie ist das in der Ausbildung dann organisiert und auch im Selbsterfahrungsweg, der sich da ja sehr dran, ja, sehr ähnelt, einfach weil sie beides gemein haben, dass es eben diese Lebensperspektive ist, ob ich jetzt für andere danach Raum halten möchte oder nicht. Wir haben so die Pfeiler, wir haben die einzelnen Module, wo Wissen vermittelt wird als Blöcke. Und zwischen diesen Blöcken haben wir uns gedacht, möchten wir gerne Reflexionsphasen eröffnen. Es gibt kleine Arbeitsgruppen, die wir einteilen. Und diese Arbeitsgruppen können dann gemeinsam, oder es gibt auch Aufgaben, jeder für sich alleine, in diesen Phasen dazwischen diese Reflexion für sich ausüben, rein eintauchen und ja, das Leben studieren sozusagen mit diesen Aufgaben oder Inspirationen, die wir schenken. Jede Kleingruppe hat auch einen Mentor von uns aus dem Team, sodass eine engmaschige Begleitung auch da ist. Auch Austauschplattformen gibt es, wo sich die Teilnehmer untereinander unterhalten, Mentoren mit dabei sind. Also dass es einfach ein geschützter Raum ist und ein begleiteter Raum in dieser Reise, ja. Also, und auch, wie gesagt, was ich vorhin sagte, wir sind absolut offen für das, was zwischendurch an Inspirationen kommen, ja. Wir machen Live-Q&As, wenn Live-Channeling kommt, dann setzen wir das. Also, das ist wirklich ein dynamischer Prozess. Bestimmte Eckpfeiler sind gesetzt vom Konzept. Ein wundervolles Handout gibt es, das muss ich auch schon mal sagen, mit einem wundervollen Ordner, also wie ein Journal auch und ganz viel Wissen schon vorbereitet, auch als Rahmen. Aber wie gesagt, wie diese Zeit, wie diese Reise, was da alles noch erscheinen wird und kommt, da geben wir uns auch ganz dem Flow hin und gucken, was von Salvador noch kommt, welche Tools wir noch rausgeben, wie viel Lives und, was da noch so entstehen mag, ja. So schön. Das ein ist ja wichtig jetzt auch ist mir noch ja. ein Fokus ist wirklich auch gesetzt auf die Gemeinschaft. Ja, das ist ja auch etwas, was uns total wichtig ist. Ne? Diese Gemeinschaft formen, die Gemeinschaft öffnen, Austausch in der Gemeinschaft untereinander, weil halt jeder schon so viel mitbringt aus seinem Leben, aus seinen eigenen Weisheiten. Ne? Ganz viel andere Menschen inspirieren kann schon das, was alles mitkommt. Also wir sehen uns als Raumhalter, als Begleiter und ja, laden ein, dass jeder sich öffnet in seinem Potenzial und das dann auch schon in die Gemeinschaft mit reinträgt, schon auf dieser Reise, ja. Das ist ja auch diese Kleingruppen und Vierergruppen, die da ja auch, ja, wo sich ja auch jeder mal in die Rolle des Raumhalters fällt und jeder gerne mal auch den anderen spiegelt und ja, wir uns einfach austauschen in dieser Vierergruppe, die Teilnehmer sich austauschen. Das ist ja auch was wir schon jetzt so von der Energie her aus den Workshops kennen und wo ja auch da schon einige der Teilnehmer immer wieder ja anderen Impulse schenken und das Gesehenwerden schenken. So freuen wir uns da wirklich, wie du es auch so schön gesagt hast, jeden irgendwie auch ja in seinem Potenzial erstrahlen zu sehen, oder? Ja. Das ist ja die wirklich auch auf der Reise eine Riesenüberschrift, ne? Diese Geburt der eigenen Authentizität, dieser eigenen Autarkie, also wirklich die eigene Seele hier in den Ausdruck bringen und nicht, was andere sagen oder einem aufdrücken. Natürlich gibt es Ratschläge, Inspiration von außen, das meine ich nicht, aber diese ja, Masken, die von außen aufgelegt werden, sondern wirklich ein von innen heraus erstrahlen, das ist ja die riesengroße Überschrift bei allem, was Salvador weitergibt an Tools und Wissen.
Ne, dass wir da jetzt reinwachsen dürfen und uns immer mehr selbst auch vertrauen, unserer inneren Stimme, weil dann trauen wir uns auch, den Fokus innen zu halten, in uns, und nicht immer im Außen zu suchen. Ne? Ja, so wie du das jetzt auch sagst, das ist ja das, was ja zuweilen auch wirklich herausfordernd ist jetzt so im eigenen Leben. Ne? Man bekommt vielleicht Informationen, man hat eine tolle Meditation gemacht oder man hat einen Workshop gemacht, irgendeinen inspirierenden Impuls. Ich meine, es gibt ja so, so viele Informationen, die da, ich sage mal, auch ja, die für uns zugänglich sind in einer wundervollen Art und Weise. Und dennoch ist es zuweilen ja doch dann auch herausfordernd, das genau im Alltag dann zu erkennen, diese Momente, von denen dann in diesen Inspirationen gesprochen wird oder dann die neue Handlung umzusetzen. Magst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Für mich ist das auch so die Brücke zu dem Weg der Selbsterkenntnis, ja, unser Selbsterfahrungsweg eben. Ja, es ist ja, das ist ja die Anwendung. Ja, wie kann ich denn in mir erfahren, dass ich gerade an diesem Knotenpunkt zum Beispiel bin, ja, in meinem System, welches Tool, also welche Entscheidung ich jetzt treffen kann, ob eine neue Handlung dran ist und, also diese Umsetzung in meinem Leben, erstmal überhaupt, wie du gesagt hast, erstmal eine Wahrnehmung schulen, dass da gerade was passiert. Das ist ja der allererste Schritt. Erstmal wahrnehmen, Moment mal, ich nehme schon wieder aus einer Brille wahr, aus einer Brille von einer alten Erfahrung. Also das allein ist ein Geistesblitz. Also allein schon so eine Erkenntnis löst schon mal ganz viel. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele kleine Schritte, ne, wo solche Geistesblitze kommen, um es dann weiter zu flechten im eigenen Leben. Und ja, auch zu erlernen, welche Inspirationen von außen geben mir gerade Kraft? Also wo... was stärkt mich gerade oder welche Inspirationen sind jetzt gerade gar nicht dran? Aber vielleicht, keine Ahnung, meine beste Freundin sagt, boah, ich habe das Buch gelesen, das hat mir gerade so viel gegeben und ich bin erstrahlt in meinem Inneren und man denkt, oh, okay, da muss ich das jetzt auch lesen, damit ich auch erstrahle, ja? Und vielleicht ist das für einen gerade gar nicht dran, ja? Vielleicht ist es gerade dran, gar kein Buch zu lesen, weil ich gerade in mir selbst die Stille finden darf. Ne? Also auch da dieses ja, Erlernen, frei zu werden, erlernen, wann will ich Erwartungen anderer erfüllen oder wann verliere ich mich wieder, weil ich die äußeren Impulse über mich stelle. Ja, das sind jetzt kleine Beispiele, aber da gibt es ja ganz viel, was zu besprechen ist auf dieser Reise. Ja, und was ich schon auch danke wirklich für ja dieses Beispiel. Ich finde, das ist so sinnbildlich dafür, dass so eine zuweilen ja etwas Banales in unserem Leben, wir bekommen eine Empfehlung, die nur gut gemeint ist, und dennoch kann das eben ein Einstieg in, jetzt in Salvador-Sprache, in den Ego-Raum sein, und es kann aber auch ein Einstieg in Potenzial sein und in Heilung. So sind es ja genau diese kleinen Momente, die vielleicht auch manchmal unspektakulär scheinen, aber wo wir wirklich irgendwie, finde ich, die Spiritualität dann in den Alltag bringen und das dann leben, unsere Handlung drehen und dann letztlich ja wirklich ja am Ende im Ausläufer dann auch ja neue Materie erschaffen. Ja, und es ist allein in diesem Beispiel siehst du auch ja, ne, diese Selbstermächtigung. Also immer innezuhalten und zu spüren, okay, ist das jetzt was für mich? Dann sich selbst ernst zu nehmen in das, was man da spürt, ja, zu sagen, ich freue mich so, dass dieses Buch für dich so toll ist und so eine Wirkung hat. Ich in mir spüre, das ist gerade nicht meins. Und das auch aus dieser Wertfreiheit, ja, aus diesem, ich freue mich so, dass es deins ist, es ist wirklich genial und ich spüre, dass es deins ist. Meins ist es gerade nicht. Wertfrei. Ich spüre bei mir, ich brauche die Stille. Und dann kommen wir in so eine, ja, heilvolle Gemeinschaft, weil nicht mehr verglichen wird oder jemand ist spirituell weiter, weil er dieses Buch jetzt liest und dadurch hell wird, ja, weil ich gerade brauche, vielleicht brauche ich auch einen Töpferkurs. Ne? So, also das ist gleichgestellt, weil jeder da auf seiner Reise ist und ja, für sich sorgen darf, sich ernst nehmen darf. Und wir haben uns so sehr verloren. Wir haben uns so verloren in diesem Labyrinth und
nehmen uns gar nicht mehr ernst, was wir fühlen oder spüren in diesen Momenten und haben Sorge, oh Mann, dann mache ich es ja, da sind wir beim Pionier übrigens, dann mache ich es ja anders als die anderen. Vielleicht verlaufe ich mich dann in diesem Labyrinth und dann bin ich isoliert und alleine und keiner findet mich mehr. Ja, das ist ja so eine Angst. Und aus dieser Angst, oh nee, dann folge ich lieber den anderen. Die machen gerade die Erfahrung, dass das ganz großartig ist. Das ist ja auch, kann ja auch gut sein. Vielleicht ist es ja auch der eigene Weg, muss man für sich spüren, ja, aber vielleicht ist es auch ein anderer. Und das ist für mich letztendlich die Essenz von unserer Reise, dieses Ernstnehmen, sich spüren und dann kommt man in sein Schöpfertum, in seine Wirkungskraft, ja, in das Aufrichten, in das eigene Leuchten. Dann kommt die Seele, der Seelenausdruck hierher. Wow. Allein wenn du das schon sagst, dann geht dieser Raum schon irgendwie so auf und was ich an Salvador auch so sehr schätze, ist dieses, er zeigt uns den Weg. Es geht nicht darum, dass er uns, dass wir auf ihn angewiesen sind, sondern es geht genau darum, uns diese Eigenermächtigung zu geben, uns den Weg zu zeigen und dann dürfen wir den selber in unserem Tempo eben gehen und mit all den Herausforderungen und vielleicht auch zuweilen falschen Abzweigungen, die wir irgendwie nehmen, aber wir haben den Schlüssel und wir finden diese Räume ja auch in uns, in dieser Individualität. Ja. Und wo du eben gesagt hast, dieses Spüren des Raumes, ja, was bei mir gleich aufging, war eine absolute Lebensfreude, weil alle Möglichkeiten offen sind dadurch. Also wenn wir uns ernst nehmen und uns erlauben zu spüren, was da für Türen aufgehen, was für die Buntheit des Lebens auf einmal kommt, wenn wir uns mal von diesen ganzen Grenzen mal befreien, ja, und uns wirklich erlauben, mal selbst zu spüren, was unser Schritt ist oder unsere Wege. Die Möglichkeiten des Lebens, es ist unerschöpflich. Ja, es ist, da kommt unser Verstand ja gar nicht mehr mit, was das Leben alles für uns kreiert. Ja, und dann ist es auch nicht mehr, nicht wirklich wichtig, ob wir das jetzt im Raumhalten für andere machen, jetzt im Coach, ich möchte wirken als Coach oder als Raumhalter, jetzt neutral gesprochen, oder ob ich das erstmal andere damit inspiriere, weil ich selber mein Leben so lebe. Ich finde, das bringt ja auch allein schon so viel, ja, Inspiration und Bestärkung für das Umfeld mit sich mit. Man hat das ja häufig, finde ich, bei Künstlern, die so einen Ausdruck irgendwie so ganz individuell in so einer Gabe haben. Da fällt es uns häufig leichter, bei Künstlern das, finde ich, so anzuerkennen, diese Individualität im Ausdruck. Und wie viel Bestärkung für das Umfeld da eben auch durch entsteht. Einfach jemand anderen zu sehen, der so bei sich angekommen ist und seine Besonderheit in allen Belangen irgendwie lebt und zum Ausdruck bringt. Ne? Ja, mich führt es jetzt auch wieder zurück zu diesem Pioniergeist und dieses Pioniere aussenden dann ja tatsächlich. Also für uns selber, wir als Team, für uns ist es definitiv eine Pionierentscheidung, diese Ausbildung zu halten. Aber was daraus entsteht, sind ganz, ganz viele Pioniere, die dann in ihrer Pionierarbeit ja das irgendwie teilen, ne? Und diese Individualität. Ja. Ja, ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig, auch wenn wir jetzt so darüber sprechen, dieser Raum, der aufgeht und die Reise, die jetzt startet, ich freue mich total. Ja. Ich mich auch die Menschen physisch zu sehen, ja, zu umarmen, ja. Und das nochmal so zu spüren, ja. Ja. Ja, diese Gemeinschaft und ja. Ist jetzt schon eine so wundervolle Gemeinschaft, so voll offener Herzen und ja, strahlende Herzen. Ja, und so individuell. Also, ja, wenn du noch dazukommen möchtest, dann haben wir auf jeden Fall noch Platz. Dann komm gerne in den Raum der Gemeinschaft. Vielleicht,
spricht das auch zu dir. Ja, Christiane, möchtest du noch was sagen, noch irgendein Gespür, was dir kommt oder was Salvador, wo Salvador noch was unterstrichen hat, dieser Individualität? Vom Bild, was gerade kommt, ist ein. Ich setze es jetzt mal in Kindheit rein, ja. Das Bild, was gerade kommt, ein Kind, was sich total gehalten fühlt, kann sich im vollen Maße entfalten, weil es sich gehalten fühlt. Und das Bild gibt er mir gerade, dass die geistige Welt in der Präsenz und wir als Team geben alles, dass wir diesen Raum halten, dass in dieser Energie, in diesem Feld, in diesem gehalten sind, alles dafür getan wird, dass die Voraussetzungen da sind, sich gehalten zu fühlen, damit das ganze eigene Potenzial sich entfalten kann in dieser Erfahrung des Gehaltenseins, in der Wertfreiheit, in der Liebe, die fließt und darin eine neue Erfahrung zu machen, die das innere Herzportal aufgehen lässt und ja, die Wunder des Lebens erscheinen lässt. Wow. Das ist ein tolles Bild, ja. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Sprüht jetzt wirklich das Raum halten. Die Vorfreude, ja. Da sprüht alles. Die Vorfreude, auch zuweilen die Aufregung, aber in einer so, so erfüllenden Art und Weise, so, so schön. Und ja, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann findest du die auf jeden Fall auf unserer Website hier unter diesem Video. So haben wir uns sehr bemüht, alle potenziellen Fragen zu beantworten im Vorhinein. Und ja, vielleicht kommst du noch dazu in den Raum. Und nichtsdestotrotz werden wir euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen und Erkenntnisse aus diesem Raum auch teilen. Und wir freuen uns, dir zu begegnen in einem der nächsten Erfahrungsräume und vielleicht in unserer Ausbildung Guidance of Light. Ja, danke dir, Christiane. Danke dir, Leonie. Bis ganz bald. Bis bald. Ciao.